Der Layout-Editor hat sich jetzt geöffnet und das Layout Dresden gliedert sich eben in diese verschiedenen Bereiche. Das geht los mit dem Titelblatt. Die verschiedenen Bereiche können wir hier über so ein Ordnersymbol entsprechend öffnen. Und dann sehen wir eben, dass zum Beispiel hier beim Titelblatt, das besteht aus einem Seitenlayout. Und auf diesem Seitenlayout sehen wir, sind hier entsprechend, weil das ja die Kopiervorlage einfach habe ich hier verwendet, sind also hier Textfelder vorhanden. In diesen Textfeldern stehen jetzt in diesem zum Beispiel hier Projektvariablen enthalten für die Auftragsnummer. Oder ein Stück weiter sehen wir Projektvariablen zum Bauherrn. Dass also, wenn wir das Layout dann in einem Projekt verwenden, dass dann automatisch aus den Projektinformationen hier bei den Adressen, dass dann automatisch die Information angezeigt wird. So, ich will jetzt exemplarisch hier mal ein paar Änderungen vornehmen. Und zwar fangen wir mal mit dem Titel an. Rechtsklick zeigt uns im Kontextmenü die Eigenschaften. Und da sehen wir also, hier steckt diese Variable für den Titel in diesem Textfeld. Und in dem Kapitel Schrift, da wähle ich zum Beispiel mal die Schriftgröße aus. Ich gehe mal auf eine sehr große Schrift, 48. Stil Fett machen wir mal raus. Und dann sehen wir also, wie sich das Ganze hier verändert. Das Textfeld können wir noch von der Ausrichtung steuern. Wir sehen vertikal und horizontal können wir auswählen. Das wäre hier also dieser rote Punkt. Darauf bezieht sich die Ausrichtung. Und ich sage mal, wir gehen hier auf unten und rechts und können dann einfach das Textfeld dahin schieben, wo wir es haben wollen. Im Untertitel mache ich das ganz ähnlich. Unten und rechts. Schriftart gehen wir mal auf 24, Stil Fett nehmen wir raus. So, wenn wir jetzt mehrere Elemente hier sehen, die kann ich auch mit gedrückter Steuerungstaste, kann ich mehrere selektieren. Unter Anordnen können wir dann zum Beispiel sagen, ich will die rechts anordnen, damit die möglichst exakt platziert sind. Neben diesen Ausrichtbefehlen ein wichtiger Tipp, wenn wir hier unter Start gucken, da gibt es auch die Möglichkeit, dass wir uns ein Raster auswählen. Also ich persönlich würde hier immer mit einem Raster arbeiten, weil da ist es noch ein Stück einfacher, das sehen wir ja. Wir können hier einfach was verschieben und kriegen das immer sehr einfach exakt platziert. So, die restlichen Projektvariablen mit Bauherr und so weiter, das lasse ich einfach mal unverändert stehen. Das Einzige, was ich hier vielleicht noch machen will, ich markiere das und das schiebe ich einfach mal. Ups, was habe ich da gemacht? Das will ich einfach noch ein paar Zentimeter nach rechts schieben, weil ich jetzt hier noch was einzeichnen will. Wir sehen unter Einfügen, wir können Grafiken, Texte einfügen, auch Linien. Ich nehme uns mal hier noch eine horizontale Linie, die läuft von hier nach hier. Das war ein Stück zu lang. Das soll hier entsprechend mit dem Text bündig sein. Und dann noch eine vertikale Linie, die von oben nach unten verläuft. Zum Beispiel bis hierhin. So soll mein Titelblatt aussehen. Der blaue Bereich, den wir hier unten dargestellt bekommen, das ist immer ein Ausgabebereich. Wenn wir also das Deckblatt in der Baustatik angucken, da könnten wir Erläuterungen eintragen, also direkt noch einen Text mit auf den Weg geben. Der würde dann hier in dem Feld erscheinen. Und da will ich natürlich nicht, dass der Text durch diese Linie zerschnitten wird. Deswegen ändern wir hier einfach mal den Randabstand. Das wären ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 Zentimeter. Bräuchte ich jetzt mehr Rand. Also gehen wir hier noch in die Eigenschaften der Seite, rechte Maustaste. Seitenränder, da werden wir also links jetzt bei 90 mm, also hätten wir den Rand hier genau entsprechend angepasst. Da darf vielleicht nach unten noch ein bisschen größer werden, gehen wir mal auf 20 cm. So, und den Bereich hier links, da will ich jetzt unser Projektbild platzieren, also gehen wir auf die Grafik. Hier soll jetzt eine Grafik erscheinen,
Und dann nehmen wir eben einfach unsere Variable Projektbild. Sie erinnern sich, das hatte ich geändert auf die schöne ISO-Flächendarstellung von der Platte. Also das wird dann hier automatisch erscheinen. Gut, soweit unser Titelblatt. Das lassen wir einfach jetzt mal so stehen.